Da kommen die Mannschaften. Auf die Platte angeführt von Schiedsrichter Eike Schäfer vom Torsporaden. Und Müller. Der 13-jährige Unparteiische. Seit 11 Jahren Schiedsrichter. Pfeift aktuell bis zur Landesliga. Und jetzt sind die Teams da vom VfL Wolfsburg. Und es ist in der Halle eine Gänsehautatmosphäre. Wen das hier nicht packt, wen das hier nicht mitnimmt, der ist selber schuld. Und dahinter RB Leipzig. Wenn man in die Gesichter der Spieler schaut, die sind das ja auch nicht gewohnt. Das ist kein Alltag für diese Jungs. Das ist schon was ganz Besonderes. Und das ist der Grund, warum dieses Turnier hier so heraussticht. Liebe Gäste, es ist ein ganz besonderer Moment beim Freeback Cup 2016. Inoffizielle deutsche Meisterschaft bei uns in der Kreissporthalle in Lübeck. Wir erheben uns für die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes unser Bahn. Blüht im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Aus Porta Westfalica, nicht nur Fehlerfrei gesungen, schön gut Socaccio, eine ganz, ganz junge Dame. Und ich würde sagen, einen großen Applaus. Voller Auftritt. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, wir begrüßen auf dem Feld die Minimannschaften vom BSC Blasheim und vom SV Börninghausen. Wir begrüßen bei uns auf dem Feld unser Maskottchen Müller. Wir begrüßen vom TuS-Beraten den Schiedsrichter Eike Schäfer. Und ich stelle nochmal beide Mannschaften vor. Der VfL Wolfsburg spielt im Tor mit der Nummer 22, Antonio Brandt. Er spielt mit der Nummer 17, Niklas Baylor. Er spielt mit der Nummer 18, Gibril Cezay. Mit der Nummer 9, Jesaja Herrmann. Wir haben die Nummer 15, Bruno Rümmler. Die Nummer 7, Maximilian Janke. Mit der Nummer 2, Tyson Richter. Wir haben die Nummer 8, John Jeboa. Und wir haben die Nummer 21, Lukas Scholz. Zum ersten Mal bei uns in einem Freeback Cup Finale der VfL Wolfsburg. Und wir haben auf der anderen Seite RB Leipzig, spielt mit der Nummer 5, Nico Böhmer. Wir haben die Nummer 6, Naut Pablo Mekonnen. Wir haben die Nummer 7, Murat Mamudov. Die Nummer 8, Jordan Born. Mit der Nummer 11, Tom Kraus. Wir haben die Nummer 12, Yannick Bachmann. Mit der Nummer 14, Fabrice Hartmann. Die Nummer 16, Jan-Erik Hempel.
die 20 Anton Rücker und im Tor die Nummer 22 aus dem Kreis Minden-Lübbecke, Joshua Jonas Viking. Und liebe Gäste, die Mannschaft ist zum ersten Mal, zum allerersten Mal zu uns gekommen und gleich steht sie im Finale. Klasse gemacht. Dankeschön. Herzlich willkommen, RB Leipzig. Die Halle hat Bock. Ich hoffe, Sie auch zu Hause an dem Bildschirm auf dieses Endspiel. Spiel Nummer 40 in diesem Jahr. Und diese Partie hat es in der Vorrunde bereits gegeben in der Gruppe 3. Das war heute Morgen. Wenn wir dieses Ergebnis noch einmal hinbekommen würden, egal in welche Richtung, dann hätten wir ja ein packendes, spannendes Finale. Denn das gewann der VfL Wolfsburg gegen Leipzig mit 5:4. Und wir gehen noch mal ein bisschen in die Höhe. Aufstehen für die beiden Finalisten. Jetzt erhebt sich die Halle noch mal. 2600 Leute von ihren Plätzen. Wir begrüßen beide Mannschaften noch mal. Und ab geht die Party auf der Nordseite. Und ein Krieg noch hin, jawohl. Und der Norden. Es ist verrückt. Es ist bekloppt, aber es ist total geil. Das ist Free Cup. Jetzt aber endlich Fußball. Und wenn die beiden Mannschaften das große Klasse, Kreissporthalle, freut euch aufs Finale. Eine richtig geile Viertelstunde nochmal hier aus Baguette gezaubert. Das Ding ist angestoßen. Antonio Brandt am Ball. Hier in diesem Endspiel. Boah, durchpusten erstmal nach dieser geilen Eröffnungsfeier für dieses Endspiel. Langer Ball. Geklärt, die Leipziger sofort im Gegenangriff. Haben tolles Umschaltverhalten hier an den Tag gelegt. Während des ganzen Turniers immer wieder blitzschnell umgeschaltet nach Ballgewinn. Das Spiel, wofür sie draußen stehen, auch immer mal wieder hier in der Halle fabriziert. Das ist wieder Antonio Brandt. Auf Herrmann. Den Ball jetzt verliert. Leipzig jetzt wieder Ball gewinnen. Und abkillt die Wiedefahrt nach vorne. Herrmann. Gerade dieser Block hier der Wolfsburger unglaublich stark. Mit Tyson Richter, mit John Yeboah, mit Jesaja Herrmann und mit Gebre Sesay. Aber auch Leipzig hat hier eine Menge zu bieten. Und die Leipziger kommen jetzt zum ersten Mal in die Angriffsposition. Murat Mahmudov am Ball, aber die Kugel geklärt. Und es gibt Freistoß für den VfL Wolfsburg. Brandt. Er wird definitiv in der Endauswahl sein, wenn es darum um den Keeper des Turniers geht. Aber auch Joshua Viking natürlich hier in der Endauswahl. Und Vincent Müller von Köln, das für mich die drei Top-Torhüter des Turniers. Und ich glaube, wer das Ding gewinnt, das wird vor allen Dingen auch dieses Finale hier entscheiden. Hier Nico Böhmer für Leipzig. Da war jetzt Tyson Richter da. Nach dem Ballgewinn, der Ball muss jetzt rüber. Da wäre nämlich Sesay völlig frei gewesen. Jetzt sofort der Ball wieder auf der anderen Seite. Für Leipzig. Richter
gegen Mekonnen, den Kapitän. Der Leipziger Mekonnen jetzt auch, der es ist. Der abschließt aber Pfosten und von da der Ball. In die Arme, jetzt muss der Ball schnell rüber von Jeboa auf Cezay. Cezay aus der Drehung, Abschluss aber. Weking hat den Ball sicher und Cezay hat sich dabei im Schulterbereich etwas verletzt. Aber 12 Minuten wird auch das noch funktionieren. Von jetzt Jeboa und Cezay. Wir erleben so oder so eine Premiere. Denn Wolfsburg mit 7 Teilnahmen hat noch nie das Endspiel erreicht, dementsprechend auch noch nie den Pokal gewonnen. Und die Leipziger überhaupt zum allerersten Mal dabei. Es wird also einen neuen Titelträger hier geben. Das war früh zu erwarten, nachdem viele große Namen schon früh ausgeschieden sind. War ein verrückter Verlauf am heutigen Tage. Beide Mannschaften in der Regionalliga aktiv. Die Wolfsburger im Norden, Tabellenzweiter, 27 Punkte aus 13 Spielen. Die Leipziger in der Regionalliga Ost, Tabellensechster, 26 Punkte aus 12 Spielen. Allerdings hat man 2 Spiele weniger als die Konkurrenz und mit einem 100% aus Beute aus diesen beiden Spielen wäre man Tabellenführer gemeinsam mit Hertha BSC Berlin und dem FC Hansa Rostock. Das heißt, 2 absolute Spitzenmannschaften in der höchsten Spielklasse für U16 Teams hier im Endspiel. Also kein Zufall. Pressball hier von Max Janke. Jetzt diesen Ball auch gewinnt und behauptet. Das ist hier Boa. Enge Ballführung, aber jetzt hat die Kontrolle verloren. Jeder Check an der Bande, das muss Freistoß geben für Leipzig. Nach Foul an Anton Rücker. Ermahnung nochmal von Schäfer. Richtige Entscheidung, dir keine 2 Minuten zu geben. Fingerspitzengefühl auf jeden Fall bewiesen. Noch knappe 10 Minuten. Weging auf Yannick Bachmann. Bachmann jetzt außen an der Seite, quergelegt, das Tor für Leipzig. Fabrice Hartmann. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß geht in Führung. Erstes Tor im Finale durch Fabrice Hartmann mit Nummer 14 für Leipzig. Max Janke. Tyson Richter. Bergelicht nochmal den Ball auf die linke Seite. Und Leipzig gewinnt die Kugel hier. Das Foulspiel an Nico Böhmer. Und es gibt 2 Minuten. Zeitstrafe gegen die Nummer 2 vom VfL. Tyson Richter. Aber die Wolfsburger ja auch im Halbfinale in Unterzahl noch den Siegtreffer gemacht, also sind das hier gewohnt.
Jetzt mit dem Rücken zum Tor. Der Schussversuch von Lukas Scholz. Abschluss hier aber. Antonio Brandt. Fantastisch reagiert. Nicht nur nach vorne gefährlich, auch wirklich mit starken Paraden. Und jetzt der Nachschuss. Murat Mamudov trifft zum 2:0. Die schlechte Nachricht von Wolfsburg, sie liegen 2:0 hinten. Die gute, sie dürfen wieder auffüllen. Wir spielen mit 4 gegen 4 weiter. 7 Minuten 20 noch auf der Uhr. Murat Mamudov mit der Nummer 7 für Leipzig zum 2:0. Boah. Verliert den Ball hier etwas lässig gegen Mekonnen, aber er kämpft sich das Leder zurück. Und der Abschluss aus der Drehung. Murat Mamudov. Und jetzt sagt sofort seiner Mannschaft, weiter geht's, hier ist noch nichts gewonnen. Viele, viele Spiele haben wir schon erlebt. Und wieder Murat Mamudov mit der Nummer 7 netzt ein. Wir sind in der 9. Spielminute, 3:0. Sollte man noch nicht abschreiben, hier ist Sesai. Nochmal schöne Drehung, aber Nico Böhm hat aufgepasst. Nächste Chance für Mamudov, wird er hier der Spieler des Endspiels. 2 Tore hat er schon erzielt für die Leipziger. Die roten Bullen. Jetzt Wechsel bei Leipzig. Wieder Viking, sehr aufmerksam. Wieder, er bedient die Mitspieler gut. Mitnahmen sofort möglich. Genau, und richtige Entscheidung, hier nochmal Freistoß zu pfeifen. Janik Bachmann. Konnte zwar weiterlaufen, aber wurde dann doch entscheidend am Abschluss gehindert. Antonio Brandt, sicher. Das ist Hermann. Das ist hier Boa. Abschluss wieder geblockt. Leipzig lässt hier ganz, ganz wenig zu. Spielt letzte Woche noch den Rangebau Cup in Berlin. Da waren auch Hannover, Hertha, Wolfsburg zu Gast. Den gewann auch der erste FC Nürnberg. Leipzig erzielt hier lediglich den 11. Platz. Jetzt hier Bohr. Die Chance aber, Viking ist wieder im Weg. Der lange Ball auf den Leipziger Spieler. Jordan Born mit dem 4:0 für Leipzig. 4 Minuten vor Ende. Das Jordan Born mit der Nummer 8 für RB Leipzig, 4:0. Es scheint so, als wird hier Rasenballsport Leipzig bei der ersten Teilnahme sofort den Pott mitnehmen. Dickes Ausrufungszeichen auf jeden Fall an die Konkurrenz. Hermann. Ja, Mann, Top-Torjäger der Wolfsburger.
Jetzt mal quer gespielt und immerhin der Treffer für Max Janke. Zum 1:4. Es sind noch 3 Minuten 20. Maximilian Janke für den VfL Wolfsburg verkürzt 1:4. Kann man 3 Tore in der Halle schießen? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass der Gegner hier Leipzig heißt und bis dato wenig zulässt. Vor allen Dingen sie jetzt schon wieder gefährlich vom Tor auftauchen. Sie machen immer weiter. Volley Schuss! Und was für Tor nochmal! Naut Pablo McConnen. Wunderschön gemacht. 5:1. Der Captain macht's. Der Captain von RB Leipzig. Naut Pablo McConnen mit der Nummer 6. 1:5. Das ist hier nicht unverdient. Die Leipziger, die bessere Mannschaft. Ihr Weg ins Finale führte über den HSV 9:8 im 9-Meter-Schießen. Mainz 5:4 besiegt und dann ein 3:1 gegen den 1. FC Köln. Und jetzt hier die 5:1 Führung. 2 Minuten 20 vor Ende der Partie. Gab auch Brand nochmal. Die Wolfsburger im Achtelfinale mit einem 4:1 über Osnabrück. 3:2 gegen Werder Bremen und nochmal 3:2 gegen Hannover 96. Es war ein Derby-Tag für die Wolfsburger. Und ich denke, mit dem 2. Platz wird man vielleicht nicht mehr heute Abend, aber spätestens am Anfang der Woche dann doch sehr, sehr zufrieden sein. Denn sie haben ein tolles Turnier gespielt. Und auf jeden Fall viele, viele Zuschauer begeistert. Wenn das Spiel gleich in 90 Sekunden vorbei ist, ist es kein Grund abzuschalten. Wenn Sie Lust haben, sind Sie herzlich eingeladen. Die Siegerehrung wird noch übertragen. Wenn Sie erfahren wollen, wer bester Keeper des Turnierspiels, des Turniers hier wird, wer bester Scorer des Turniers wird, dann sind Sie herzlich eingeladen, das noch mitzuverfolgen. Und liebe Leute, zum letzten Mal beim Freeback Cup 2016, die letzte Spielminute. Ich lasse Sie und wir unterstützen nochmal die beiden Mannschaften und sagen schon jetzt mal herzlichen Dank für einen grandiosen Fußball bei uns. Die besten deutschen Mannschaften bei uns in Lübeck am Start. Wir sind stolz drauf. Mein Tipp wird aber, dass es Joshua Wehking wird und auch das und geben nochmal ein bisschen Gas. Der Freeback Cup geht noch genau 40 Sekunden. Und dann haben wir einen verdienten Turniersieger mit RB Leipzig. Und jetzt die Leipziger nochmal 17 Sekunden von dem Ende aufs Tor zu. Nochmal quergelegter Ball. Abschluss. Aber Brandt ist nochmal da. 10 Sekunden auf der Uhr. Letzte Aktion ins leere Tor. Mit dem Schlusspfiff. Mit dem Schlusspfiff. Und der zählt noch. 6:1. Der zählt noch für RB Leipzig. An RB Leipzig. Mit zum ersten 6:1 setzen sich die Jungs aus Leipzig durch gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben einen neuen Sieger. Und das ist die Mannschaft von Rasenballsport Leipzig. Auch die Enttäuschung jetzt natürlich groß ist.